Hallo und herzlich willkommen zu Die Insel 2 Hardcore Adventure bei mir, den Cedric Elsus. Und wir haben ja vor uns einen Untoten, der zu lange im Wasser war. Also muss er jetzt sterben. Stirb! So. Hier gibt es eine Höhle rein. Habe ich gehört. Habe ich so entdeckt, wo ich die Aufnahme beendet habe. Ja, hier ist Eisen. Ist doch gar nicht so schlecht. Ja, hier ist die Höhle auch zu Ende. Bauen wir erstmal Eisen ab. Oh, wegen ein Eisen sind wir jetzt hier runter geschwommen. Das gibt es nicht. Aber dafür schwimmen wir jetzt wieder mit geballter Ladung nach oben. Und erstmal kurz hier stehen bleiben. Kurz so. So. Mal ganz kurz was schauen, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Da ist auch noch ein Eisen. Warten sie da oben auch schon. Da sind sie. Ja, stehen sie hier ringsrum, ne? Was macht man denn da? Einfach mal ans Ufer gehen. F3 drücken. Gucken, wo ist Westen. Da ist Westen. Und ich habe hier hinten... Oh oh, ein Dörfchen. Ich muss mir mal so einen Zettel anlegen, wo ich alles aufschreibe, was mit der Insel zu tun hat hier. Dörfchen, wir haben ein Dörfchen gefunden. Holla, die Waldfee. Viele, viele Sachen hier. Wunderschön. Mal sehen, was ihr hier habt. Ich habe nur Krust im Inventar. Ne? Ich kann euch mal ein bisschen Krust hier lassen. Krust, Krust, Krust. Knochen. Ja, Knochen ist. Das brauche ich jetzt nicht gerade. Die Eisenhake kann ich auch mal hier lassen. Guck mal, so viel Erde haben wir mitgenommen. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Cobblestone weg damit. Frottetes Fleisch. So, nehmen wir das Gold mit. Den Rest könnt ihr behalten. Das sind ja hier erneuerte. Und wenn ich hier meine angucke, die sind auch noch fast neu. Ja. Guck mal, die neuen Pfeile. Eventuell. Guck mal, so viel Holz, was wir hier mitgenommen haben. Warum haben wir das nicht einfach zu Hause gelassen? Das frage ich mich gerade ernsthaft. Werkbank. Wird gerade aber die Diamantschaufel haben wir sogar mitgenommen. Den Bogen. Ach du Heimatland. Und die Schilder. Ich habe zu viel mitgenommen einfach. Zu viel. Jetzt will ich auch noch die Bücher hier mitnehmen. Hey, da dauert's. Da ist ein Brunnen. Oh, guten Tag. Nehmen Sie das Gliederfäßer? Nö. Möchte ich nicht. Das möchte ich nicht haben. Gibt es bei euch irgendwo in der Nähe hier ein Fichtenbiom? Nein. Kein Fichtenbiom. Guck mal, hier sind Kartoffeln. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Man, da können wir eigentlich die Knochen gleich dafür verwenden, Knochenpulver zu machen und die Kartoffeln zu vermehren. So, bam, da haben wir schon ein bisschen mehr in der Tasche. Finde ich gut. So. Boah, so viel Schrott. Ein Schwarzeichenwald brauchen wir. Wenn ihr hier irgendwas in der Nähe seht, was Schwarzeiche bedeutet, dann schreit. So laut ihr könnt. Übrigens, das, ja, das haben wir noch nicht voll.
Juhu, Level up, Level 25. Ja, der haut ab, aber der kommt wieder. Ja. Und die Samen, die brauchen wir jetzt gerade überhaupt nicht. Weg damit. Wir laufen immer noch Richtung Westen. Ne, Süden. Südwest laufen wir immer, ne? Und eine spannende Heimreise auf jeden Fall. Weil unsere Werkzeuge fast alle im Dutt sind. Und unser Inventar vollgekrust ist, weil ich mich so spontan auf eine Abenteuertour vorbereitet habe. Wirklich spontan. Hier ist ein schöner Lavasee. Und wir laufen gespannt weiter. Vielleicht könnte ich hier oben auf diesem Berg erstmal ein Foto machen vom Dorf. Vielleicht praktisch. Ja, kann man machen von hier oben. Ich mach's aber auch immer wieder, ne? Bam. So. Und klick. Und klick. Bleib stehen. Da geht's tief runter. Will gar nicht wissen, was er hier macht. Zu viel hat. Alle was auf dem Köter hier. Wir haben nur zwei Eisen. Natürlich haben wir den Koppelstein da gelassen. Taktisch voranschreiten müssen wir jetzt hier. Autsch. Jetzt mal kurz was essen. Alles vertrocknetes Land hier. Alles vertrocknete Landmassen. Wir hätten wieder nach Norden gehen müssen. Oder mal nach Osten. Osten sagt ja immer so ein bisschen kältere Wälder. Mit so Pilzböden. Potzol. Ein bisschen Fichte, Schwarzeich. Wenn wir zu Hause sind, kann man ja mal in die andere Richtung laufen. Oder schwimmen, erstmal mit dem Boot fahren. Ich habe mir die Koordinaten nicht vom Ort aufgeschrieben. Da kann ich bestimmt hier, weil ich habe da F3 mal kurz gedrückt in der Nähe. Schreibe ich mir das dann nach der Aufnahme mal auf. Praktischer, muss mir immer so ein Zettel anlegen, sagte ich bereits wahrscheinlich schon. Das ist immer noch Savanne. Das ist richtig schade. Da ist ein Unterwassertempel. Da will ich nicht so nah rangehen. Laufen wir Richtung Norden, das ist Osten. Da laufen wir eigentlich wieder zurück. Hm? Hier ist Clay. Das sage ich doch nicht nein. Wenn ich einmal die Chance habe, das ja mitzunehmen. Schuppdiwupp und weg, weg. Da ist noch der Wassertempel. Wir haben Bötchen. Und ja. Gucken wir mal, wo die Reise uns hinführt. Und zwar nämlich nach Hause. Erstmal hier weg von den Tintenfischen. Kurz gucken, was unsere
zu Hause Koordinaten sind 700 und minus 130. Da müssen wir jetzt einen Kilometer in die Richtung hier. Circa. In die Richtung, um wahr zu sein, um wahr zu steigen. Genau. X muss größer werden und Z kleiner. So schaut das gut aus. Hier ist schon wieder ein Unterwassertempel. Hoffentlich müssen wir dann nicht mal aussteigen, im Boot machen, das kann auch gut passieren. Und jetzt wird es ja natürlich noch regnerisch. Ach ja, wunderschön. Ich habe gerade gedacht, da ist Beleuchtung auf der Insel. Ist aber nicht der Fall. Ein bisschen aufpassen mit den Tintenfischen hier. Der ist ja wahrscheinlich irgendwo in der Nähe eingeschlagen, der Blitz. Irgendwo in der Nähe müsste der eingeschlagen sein. Aber dass es hier nicht mal mitten auf dem Wasser so Dschungelinseln gibt, das wundert mich. Das müsste eigentlich auch mal eingeführt werden, so noch mehr Biome. Wo meine Insel aus Fichten besteht, meine Insel aus Dschungel. Wäre mal ein guter Gedanke, weil es gibt ja auch Pilzinseln. Ja. Ist das eine Fackel oder sehe ich das falsch? Ah, ist eine Blume. Holla, die Waldfee. Guckt, wie viele da gleich gespawnt sind. Reiß aus. So eine kleine Insel. Ah, das steht. Das schaut gut aus, ja. Ah, das schaut gut aus. Home sweet home. So. Ich leg das Boot mal hier ab. Ja. Oder auch so. Und gehe schlafen, schlafen, schlafen. Da ist das Bett. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich kann mal F3 wieder ausmachen, wenn es wieder heißt Minecraft. Die Insel 2. Diesen Gewitter. Ja, fast. Jetzt blitzt nicht mehr, wenn ich will, ne? Ah, zu spät. Immer zu spät. Gibt's doch nicht. Ah, jetzt. Gut. Ciao, ciao.